Hallo und herzlich willkommen zurück hier zur Exoget-Initiative. Ja, ich bin mir nicht sicher, was mit dieser Tür hier, wie das zustande gekommen ist. Ich habe es nochmal angeschaut. Ich habe nicht gesehen, dass wir hier irgendwo geklickt hätten, dass die hier durchbrechen. Naja, wir müssen es mal im Auge behalten. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, so ist es nicht geplant. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal vielleicht wieder Wände setzen können aus irgendwelchen Materialien. Müssen wir mal gucken, ne? Gut, okay, wie sieht's aus? Wir haben soweit alles hier, ist mehr oder weniger alles erforscht. Die Krankenstation wächst auch. Hier gab es einen Hinweis, die Essensspender in die Mitte zu stellen. Man sollte immer beachten, so ein Tisch braucht nicht nur dieses Feld, sondern er braucht auch dieses Feld. Und das kann unter Umständen dann ein bisschen tricky sein, wo ich die dann hinstellen soll bei der Breite. Das können wir machen, wenn wir dies hier noch wegnehmen. Aber dafür brauche ich erstmal Technologie. Also, ja, ne, manchmal ist es halt schon so, wie es ist. Okay, aber ich behalte es im Auge. Gut, dann können wir hier noch ein paar Betten auf jeden Fall machen. Und uns beim Strom, ja, müssen wir gucken. Ne? Wir haben 365 Forschung. Ich würde erstmal schauen, dass wir, sobald die hier fertig sind, dass wir hier einfach mal fortschicken. Forschungsprojekt Fitnessraum stellt das nächstes an, aber ich würde natürlich gerne mal prüfen. Das ist ein Dreier schon. Ja, von der Sache her sind die soweit, ne? Komm, wir verlinken das mal hier. Können wir nicht? Können wir nicht verlinken? Die sind irgendwie rot umrandet, ne? Hat das was zu bedeuten? Nee. Ich prüfe. Hier hätten wir was an Ressourcen. Ich bin gerade überfragt, warum es nicht geht. Kein Strom. Eieieiei. Ja gut, Strom. Strom wäre das nächste. Müssen wir mal gucken. Ich würde gerne die besseren Generatoren machen. Wo war denn jetzt hier die Forschung? Hier war die Forschung. Das ist natürlich eine feine Sache. Wir haben den jetzt hier. Ja, das wäre der nächste. Aber wir sollen auch den oder das Fitnesscenter machen. Weißt du was, dann bauen wir noch mal ein paar normale Reaktoren hier. Oh, nicht so schlimm. So. Ich sag mal, zur Not können wir die ja auch wieder abreißen, ne? Gut, dann haben die was zu tun. Die werden jetzt gleich fertig sein. Da müssen wir mal prüfen. So, hier haben wir natürlich dann die ganzen Sachen, wo wir dann hier auch die Sachen erforschen können. Und das sieht gar nicht so schlecht aus. Hier haben wir Mittel. Hier waren wir noch nicht. Hier waren wir auch noch nicht. Hier haben wir so gut wie gar nichts. Der ist eigentlich nicht so lohnenswert unbedingt, ne? Den könnte man vielleicht abschaffen. Ja, das ist hier der Einfluss. Da haben wir auch nicht mehr so viel, ne? Es scheint sich da schon ein bisschen so auszutun, dass du gucken musst, wo du was holst. Aber den könnten wir durchaus mal besetzen. Der ist auch nicht schlecht, den können wir auch mal besetzen. Und der hat ein bisschen mittelmäßige Forschung. Der ist auch nicht schlecht. 135. Den nehmen wir mal noch mit hier. Waren wir auf dem schon? Sehr hoch. 105 haben wir die noch. Nehmen wir mal noch. So, dann machen wir mal die 4 hier. Und dann schauen wir weiter. So, da kommt schon der erste rein. Und ich würde sagen, dann prüfen wir auch gleich, ob wir hier den nächsten mit erforschen können. Komm, wir nehmen mal den hier. Und dann würde ich sagen, neuer Einsatz. Machen wir Team 1. Sind nicht die mit der Berufswürde, die für die... Ah, okay, da brauchen wir... Ja, okay, da brauchen wir was anderes, kein Problem. Dann würde ich die Verlinkung erstmal wieder trennen. Dann machen wir hier noch einen Zweier. Ja, dann schicken wir hier das Einser-Team hin. Sehr gut, haben wir. Und hier ist auch ein Zweier und hier ist ein Zweier. Ja, weißt du was, dann schicken wir hier das andere Team hin. Ja, macht ja nichts. So, haben wir auch. Gut, dann sind die erstmal, wenn die soweit sind, können die losrammeln. Wir schauen derweil mal, die Aufnahme läuft. Ja, das ist schon mal super. Wir schauen mal, wir haben 365 Forschung. Ich würde jetzt gerne mal reinschauen, was wir brauchten. Irgendwas war jetzt vom Forschungsprojekt Fitnessraum. Naja, es ist jetzt nicht unbedingt so prickelnd das Wichtigste, ne? Wenn du mich so fragst. Aber was willst du machen? Kost plus 100, nehmen wir rein. Okay, haben wir. Die Werkstatt kostet 400. Ist natürlich dann was Feines. Sicherheit ist dann das nächste. Hier haben wir Freizeitraum, da kostet 200. Ist natürlich auch eine feine Geschichte, ne? Gut, während die aber da unterwegs sind, da verschwinden sie, werden wir mal hier etwas bauen. Ja, ich mach das mal so. So.
Ja, so sieht das doch ganz gut aus, ne? So, dann werden wir das mal drehen, das gute Bett. Geht das nicht? Warum geht denn das nicht? Okay, funktioniert nicht. Dann gehen wir mal in die Nachricht. Hallo, XO, bist du da? Wir sehen ein riesiges Dingsbums. Wir sind uns nicht 100% sicher, aber es könnte ein Skelett sein. Was für ein Skelett? Ein menschliches. Was empfiehlst du uns? Ja, quer über einen Gipfel? Was? Ein menschliches Skelett, aber was empfiehlst du uns quer über einen Gipfel? Hä? Das verstehe ich nicht ganz. Okay, ist egal. Geht näher ran. Jawohl, ihr müsst an Höhe gewinnen, damit ihr besseren Überblick habt. Was? Ach so. Na gut, geht näher ran. Okay, wir melden uns später wieder. Ja, näher ran ist immer gut. Okay, warum kann ich denn das nicht drehen? Ach, weil hier das ist. Alles klar. Okay. Gut, dann müsste ich die normalerweise wegnehmen. Das ist kein Problem. Das kriegen wir hin. So, ich mache das mal so. Den kann ich derweil schon mal hier hintersetzen, wenn das dann fertig ist. Warum fährst du weg und die anderen müssen kommen? Das ist auch immer so. Ist aber in jedem Spiel sowas auf der Art ist, ne? Das eine muss gehen, damit das andere... Naja, egal. Gut. Jetzt können wir das Bett auf jeden Fall drehen. So, wir haben hier jetzt das Bettchen. Dann könnten wir hier einen Schrank hin tun. Ja, das funktioniert natürlich nicht. Nebeneinander geht auch nicht. Oh, das habe ich gedacht, dass es geht. Das ist natürlich blöd, ne? Das macht aber auch nichts. So, die sind wieder da. 56 Forschung haben sie mitgebracht und ein bisschen was an Proben. Das ist natürlich sehr gut. Okay. Ja, lass die mal was essen, aber... Okay, die sind wieder dran. Exotin Update SD319. Wir haben mehr über das Skelett herausgefunden. Wir sind ziemlich nah herangekommen. Es scheint sich um einen riesigen Menschen gehandelt zu haben. In seinem Brustkorb klafft ein immenses Loch. Das war sicherlich die Todesursache, aber wie ist es dazu gekommen? Leute, wir sind wieder bei Alien. Ein Meteoriteneinschlag, eine Schussverletzung. Eine Schussverletzung? Über die Größe der Kugel will ich ihr überhaupt nicht nachdenken. Was denkt ihr? Die Kreatur ist durch einen wie auch immer gearteten Aufprall zu Tode gekommen. Vielleicht jumpt sie gar nicht von ST-319. Meine Vermutung ist, sie ist hier gelandet, war oder wurde verletzt und starb dann allein. Wie genau soll das abgelaufen sein? Das werden wir wohl nie erfahren. Selbst eine tiefgreifende Analyse kann uns darauf keine gesicherten Antworten liefern. Verstehe. Führt euren Einsatz fort. Was jetzt? Einsatz beenden. Gut, da sind sie wieder da. Schlafmangel, ja, das ist klar, weil... Die sind die Betten hier. Ich habe gedacht, das funktioniert, aber es funktioniert nicht. Wir haben gute 40.000 Einnahmen, aber wir nehmen nicht genug ein. Ich würde jetzt mal gucken, ob wir ein Patent machen können. Aber ihr wisst ja. Sag mal, kann das sein, dass sich das verändert hat? Nee, sieht nicht so aus. Ja, weiß jetzt auch nicht. Also wie gesagt, ich möchte schon warten, dass wir... Fünfer haben, ne? Was ist denn hier mit einem Arzt? Haben wir hier keinen Arzt? Ja, die kommt da angewackelt. Okay, die gibt gleich Medizin. Sehr gut. Ich wollte es gerne so haben, aber das funktioniert leider so nicht. Das ist natürlich blöd, ne? Warum funktioniert denn das nicht? Warte mal, kann ich so einen Schrank hier dazwischen bauen? Ich muss das mal ganz kurz probieren, aber ich denke, das wird dann auch nicht funktionieren. Ne? Nö, funktioniert dann auch nicht. Nee, das ist blöd. Ich habe gedacht, wir können hier zwei nebeneinander machen. Ja, okay, dann ist das halt so. Dann können wir das nicht ändern, ne? Dann machen wir das mal so. So, die werden das jetzt hier schön machen. Ja. Hm.
So, dann machen wir noch ein paar Betten hier hin. Okay. Ja, so richtig prickelnd ist das jetzt nicht. Ich hatte gedacht, das geht anders, aber geht's leider nicht. Ja gut, dann ist das auch nicht so schlimm. Okay. Ja, ich glaube, die suchen sich dann wieder ein Bett, oder? Wenn die müde sind, ist ja frei, ne? Sollte vielleicht funktionieren. Gut, dann haben wir das. Würde ich sagen, dann machen wir noch ein paar Schränke, damit es hier auch funktioniert. Die haben jeder eins hier, das passt schon mal. Ne? Das ist das, das ist das. Dann machen wir eins für das, für das, für das. Da können wir eins hin tun. Genau. Ja, weißt du was, dann mache ich heute das hier vorne auch noch so hin irgendwie. Ja, sieht dann vielleicht ein bisschen schicker aus. So, und hier auch noch eins. Wunderbar. So, dann können wir auf die andere Seite auch noch ein paar Betten machen und dann haben wir wirklich genug Betten, glaube ich. Warte mal. So. Machen wir noch ein paar Schränke. Okay. Gut. Ja, ich denke mal, die werden sich dann wieder ein eigenes Bett suchen, ne? Wenn ich das hier so ein bisschen freigebe, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach, ich glaube, wir haben mehr Leute, ne? Wie viel haben wir? 3, 6, 7, 8. Nö, es passt. Okay, cool. Was mit dem hier? Willst du nicht machen? Hat keiner Bock? Okay. Gut, dann müssen wir da halt durch. Ne? So, ich würde mal sagen, die sind ja hier am Arbeiten. Dann würde ich einfach mal die hier hinschicken. Haben wir das schon? Nö. Brauchen wir aber auch nicht besetzen. Das hat man auch noch nicht. Ne? Hier, machen wir mal das 1er-Team. So. Hier haben wir das andere. Genau, dann bringen die nochmal was mit, schön mit nach Hause. Forschung, Technologiebaum. Das Freizeitcenter hat mal gebaut. So, was sollte man denn als nächstes machen? Einen Soldaten einstellen. Ja, siehst du, das hätten wir schon lange machen können. Ach, hey, jetzt wird es auch noch teuer. Na gut, dann ist das so, ne? 3 Tage, 2000, das ist okay. Kampagne starten, mal sehen, ob einer kommt. Ich vermute ja mal wieder, wir haben ein bisschen Pech. Aber dann ist das so, ne? Genau. Gut, Patente, was sagen die? Ja, ist nicht so viel, 10.000. Da müssen wir mal gucken, ob wir hier noch was regeln können. 3, 2, 2, 2, 3. Ja, ist nicht der Brüller hier. Was ist denn hier mit der Ärztin? A. Johnson. Hätten wir übrig. Das ärgert mich ein bisschen mit der Tür hier, aber kannst du nicht ändern, ne? Im Moment ist es halt so. Gut. Ja, da würde ich mal sagen, das können wir noch so lassen. Das lassen wir auch noch so. Ja, das Problem ist nämlich auch, hatte ich glaube ich jetzt in der ersten Folge nicht erwähnt, die können nämlich auch eine Wand kaputt machen. Das heißt, wir hätten dann hier auch ein klaffendes Loch. Was machst du denn damit? Machst du da eine Tür rein oder was? Das ist, also ich kann dir das auch nicht auffüllen, ne? Ist auch ein bisschen schade irgendwie. So, den nehme ich einfach mal. Hier, einen soll ich einstellen. Das ist zwar jetzt ein bisschen wenig, aber dann ist das so. Ja, dann brauchen wir natürlich für den auch irgendwie einen Posten. Habe ich gar nichts für den? Warte mal. Ne, das sind die ganzen Sachen, die ich nicht habe. Hier habe ich was. Das ist aber... Oh. Das habe ich gar nicht freigeschalten. Okay. Habe ich verstanden. Einen Soldat mit auf Einsatz nehmen. Ne, das kriegen wir dahin. Sind die Teams noch da im Einsatz? Im Einsatz?
Ich habe 9 Leute? Achso, ja, stimmt ja. Sorry, sorry, sorry. So, dann machen wir mal ein grünes hier. Ein grünes Team. Und wo ist unser Planet hin hier? Ich glaube, das hat man, ne? Exu 03. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir die später dann nochmal ein bisschen umbenennen. Medicus. Forscher. George. Also Robinson, Johnson und Miller. Robinson. Johnson. Und Miller. Wo ist er denn? Hier. Okay, dann haben wir 3 Teams. Ist natürlich jetzt eine bunte Mischung, aber das macht überhaupt nichts. So, wie sieht's denn aus hier? Ein 1er. Ne, das will ich eigentlich nicht. Warte mal. Ne. Ich habe keine kleinen mehr, ne? Um noch eins groß zu füttern. Expedition, das ist schon wieder Expedition. So weit sind wir noch nicht. Was soll man denn hier besetzen? Ja, da schicke ich mal die 1. Hier die 3 rüber, meine ich. Die sind zwar jetzt vielleicht ein bisschen denkbar ungeeignet, aber es gibt ein paar Prozente. Ja, können auch Schaden nehmen. Naja gut, dann ist das halt so. So. Den setze ich mal dahin. Okay. Es hinterlässt bei mir zwar ein ungutes Gefühl, Soldaten mit Forschern loszuschicken, aber das Komitee hat durchaus einen Punkt. Nicht alles, was uns da draußen erwartet, ist uns freundlich gesinnt. Die Krankenstation wird uns mit Sicherheit noch nützlich sein. Es wäre grob fahrlässig, die Geta aufs Universum loszulassen, ohne sie im Fall der Fälle behandeln zu können. Das ist wohl wahr. Weiter. Weiter. Ja, ich brauche noch ein bisschen Forschung, deswegen. Was brauchen wir jetzt? Forschungsprojekt, Exemplarstudie, Exemplarsicherheitsbehälter. Ja, okay, dann müssen wir wohl mal ein bisschen noch expandieren hier. Dann machen wir mal. Wie weit können wir denn? Machen wir mal die 3. Und ich mache das noch dazu. Ja, sollen sie mal wegruppen hier. Das wird schon passen, ne? Im gleichen Atemzug können wir dann auch hier noch ein bisschen erweitern. Kann ich denn das hier an die Wand stellen? So ein bisschen? Nee. Ja, das kommt dorthin, das ist okay. Und ich würde eigentlich noch gerne einen zweiten Arzt hier haben, ne? So. Das Labor. Sehr gut. 600, dann würde ich mal in das Forschungsprojekt Krankenstation investieren, und zwar in das hier. Genau, sollen sie mal machen? Ja. Ja, okay. 13.000 minus ohne den Zuschuss. Wir haben noch 5 Monate. Dann mal gucken, ne? So, das setze ich jetzt mal hier hinter. Das kann ich leider noch nicht wegmachen. Okay. Wenn ich das hier umsetze, was passiert da? So, dann haben wir ja die Geräte hier. Exemplar-Sicherheitsbehälter. Die müssen wir forschen. Da schauen wir nochmal. Wo waren die denn zu finden? Labor bestimmt, ne? Ja, da sind die 2 Sachen. Da brauchen wir 200. Ist kein Problem. Müssen einfach die Leute wieder losschicken, ne?
Gut, müssen wir trotzdem machen. Lässt sich nicht ändern. Der ist erforscht, jawohl. So, was haben wir denn hier noch? Expedition, hier kommt Team 1. Wie geht's denen? Eigentlich ganz gut. Kannst du machen. Hier das Team 2 gleich hinterher. Den geht's auch ganz okay. Und wenn die dann soweit sind, wird das schon passen, ne? Haben wir doch ein Zweier hier. Das haben wir schon. Hier ist noch ein Zweier. Dann machen wir das Dreier noch, ne? Sehr gut. Okay. Ja, die werden das dann schon machen, ne? Wenn die soweit sind. Okay, gut. Betten haben wir noch eine ganze Menge. Ich würde jetzt trotzdem mal schauen, dass wir vielleicht ein bisschen investieren. Das Problem ist, ich habe keine. Ich muss in die Sicherheit investieren als nächstes. Sicherheitsbehälter ist zwar gut und schön, aber ich brauche trotzdem Forschungspunkte für die Waffen und so. Und die Positionen. Ansonsten, wenn ich keine Soldaten habe. Ja. So, ich gucke mir nochmal die Teams an hier. Ja. Genau, das ist ein gemischtes. Das sind zwei Forscherteams. Da muss ich da mal gucken. Da sollte man eigentlich mal schauen, ob wir hier nicht was verändern können. Wie sind das mit dem Soldaten eigentlich? Sieht man irgendwo, ob der eine Waffe hat? Nee, ne? Soldat? Nee. Na gut, das wird sich schon geben, ne? Oh, Nachricht. XO, bitte kommen. Bitte um Erlaubnis, zu einer Kletterexpedition aufzubrechen. Was? Warum? Erlaubnis erteilt, packt die Steigeisen ein. Kommt nicht in Frage. Was? Warum? Scheint keinen Himmel zu haben. Über uns ist ein zweiter Boden. Erlaubnis erteilt, packt die Steigeisen aus. Jawohl. Schauen wir mal nach. Je höher sie steigen, umso genauer werden unsere Messungen ausfallen. Spannende Entdeckung. Geht los. Okay. So, dann würde ich hier mal noch was wegnehmen. Das können die schon mal machen. Genau. Okay. Wir stehen jetzt auf dem Gipfel des nächsten Berges, XO. Puh, das war eine ganz schöne Kletterpartie. Die Aussicht ist atemberaubend. Dem umgekehrten Boden sind wir ein ganzes Stück näher gekommen. Wie ist es so etwas überhaupt möglich? Keine Ahnung. Beschreibt den Boden. Es ist eine perfekte Kopie des Bodens, auf dem wir stehen. Auch du, meine. Ach du meine Güte. Bei genauem Hinsehen ist es auf dem Gipfel des umgekehrten Berges ein zweites Team zu erkennen. Wir stehen da ganz oben und gucken auf uns runter. Ja, dann haben wir wohl ein Spiegelbild, ne? Erstkontaktprotokoll einleiten. So, machen wir es. Beginne Kommunikation in universaler Zeichensprache. Sie antworten. Unglaublich, ein großer Schritt für die Menschheit. Halt, Moment, falscher Alarm. Was ist passiert? Das ist überhaupt kein anderes Team da oben. Der umgekehrte Boden ist nichts weiter als ein gigantischer Spiegel, der komplett Planeten davon umschlossen ist. Wir wollten, oder wir, was? Wir wollten zu unseren eigenen Spiegelbildern Kontakt aufnehmen. Ups. Aber trotzdem eine tolle Entdeckung. Ich frage mich, wozu der Spiegel dient und diente. Auf mich wirkt es wie eine Dyson-Sphäre. Du weißt schon, das hypothetische Konstrukt, mit dem die Energie eines Sterns und schwarzen Loches oder hier eben eines Planeten genutzt werden sollte. Oder vielleicht sollte der Spiegel den Planeten beschützen. Darüber könnt ihr während eures restlichen Einsatzes sinnieren. Erwarte neue Anweisungen, Erkundung fortsetzen. Na schick. So. Da sind sie wieder da. Und da haben wir Verletzte.
So, okay, haben wir. Gut, hier geht's auch voran. Wir haben Verletzte. Das Ding ist aber noch nicht fertig hier, ne? Intensivstation, ne, da muss mal einer ran. Kann ich da einen einteilen? Ne. Okay, dann wird das schon irgendeiner machen demnächst. Gut. Ja, sind wir zu unserem eigenen Spiegelbild hervorgetreten. Wahnsinn. Es kommt jede Menge Forschung rein, das ist schon mal nicht schlecht. Und ich würde mal ganz kurz vorschlagen, was hast denn du für Verletzungen? Eigentlich nichts Gravierendes, oder? Schlafmangel. Ja, das Ganze mit einer Spritze machen. Atemwegsinfektion. Da gibt es ein Antibiotika. Da brauchen wir das im Moment gerade nicht. Dann würde ich nämlich mal ganz kurz gucken, ob wir einen Technologiebaum im Labor nämlich lieber das machen können. Und jetzt sollte es sich ja eigentlich vorgedrängelt haben, ne? Das war ja neulich auch so. Exemplarstudien, genau. War das überhaupt das Richtige? Ja. Genau, Exemplarstudien, dann der Behälter kriegt man dadurch frei, Exemplare von Einsatz mitbringen, ein Exemplar in der Labor untersuchen, genau, gut, okay, machen wir so. Gut. Ja, okay, das werden die schon machen hier mit der Zeit, ne? Ich hoffe, dass sich mal hier einer um die dann auch kümmert. Hier, Dr. Zhivago, macht da los. Alison Johnson, wo ist die denn? Nicht da. Na gut. Ja, eine Probe haben wir hier, eine Probe haben wir da. Es läuft. Forschung kommt rein. Na, haben wir auch noch eine Probe. Sehr schön. Die hat auch noch eine dabei. Oder? Ne, die holt. Der holt sie. Okay. Ja, kannst darüber gehen. Und der geht wieder an die Forschung da drüben. Ja, das muss man mitnehmen hier. Genau. So, und das ist nämlich das Schöne, dass sie eben alle was mitnehmen. Und das ist eben dann auch das Gute daran. Ne? So, okay. Müssen wir mal gucken. Ja, beschleunigen kann ich leider nichts, aber das wird schon. Ne? Hätte jemand von euch die Güte? Wer ist denn hier Dr. Alison Johnson? Da kommt sie angewackelt. Hier, nehmen wir so eine Pille, genau. Und dann läuft das. So, wie sieht es hier drüben aus? Exemplarstudien, das läuft. Das haben wir auch hier drüben. Ja, im Moment habe ich nicht viel für euch, ne? Ja, wenn ich jetzt an die Wände hier die ganzen Dings dran mache, dann habe ich in der Mitte ja wirklich eventuell die Möglichkeit, also hier zumindest dann, hier einen hinzustellen und vielleicht, ne, das wird nichts. Ich kann das ja aber mal bewegen, oder? Siehst du, das würde nichts werden. Hier könnte man einen hinstellen, nach links oder rechts, ist dann egal. Und hier, wenn man das an die Wände macht, da hätte ich aber bloß zwei Automaten, ne? Ach, wir lassen das so. Das ist schon gut so. Für den Moment. So viele sind sie auch nicht. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ja, wie viel sind wir? 3, 6, 9. Passt schon. So, ich würde gerne einen dauerhaften Arzt hier haben. Einen dauerhaften Forscher. So sieht's aus. Das ist das, was ich gerne hätte. Es stehen keine Medikamente zur Verfügung. Was? Jetzt, ja. Siehst du, der bringt doch was. Alles gut. Verstauchten Knöchel. Naja, gut. Wird schon passen. Ja, unser kleiner Roboter, den habe ich gerade gebaut. So, bist du fertig mit den Exemplarstudien? Nee, aber der nächste übernimmt gleich. Das ist natürlich genial. Hier, ach nee, das war das Forschungsding. Ich dachte, hier ist noch eine Probe drin. Wir haben 168. Wir könnten trotzdem mal nachschauen, was es dafür gibt. Energie reicht leider nicht dafür. Was ist denn mit den Baubots? Das Kontingent wird auf 10 erhöht werden. Das wäre jetzt das nächste Machbare. Fitness brauchen wir erstmal nicht. Und Freizeitraum brauche ich auch nicht. Werkstatt wäre was für Geld. Und hier wären wir dann fertig. Labor bräuchte ich dann auch nichts mehr. Das ist immer auffällig. Was haben wir hier hinten noch? Exemplartransporttraining. Alle Berufsgruppen erhalten ein spezielles Training, um den Exemplartransport zu können. Während Einsätze und Effektion Forschern gefunden werden. Was ist denn das hier? Ist doch dasselbe, oder? Oh ne, das ist eine andere Station. Ach, das ist für das Neue. Das ist ja cool. Ja, die 125, die müssten wir noch aufheben. Dann hätte man nämlich die Forschungskette auf alle Fälle komplett. Ja, finde ich gut. So, jetzt muss ich mal gucken. Team 1 sieht ganz okay aus. Team 2 ist auch okay. Ja, müssen wir mal besetzen. Was haben wir hier? Sollen wir das Team 3 dahin?
Das ist ein Vierer. Das ist auch ein Vierer. Das ist ein Zweier. Da hätte ich gerne das Dreier-Team, weil die sind noch nicht ganz so kräftig, aber die wachsen ziemlich schnell hier, ne? Mit die Prozente. So, und hier würde ich dann einfach nochmal das Team 1 schicken. Genau, und wenn die dann soweit sind, geht das irgendwann los. Sehr gut. So, was bräuchte ich denn noch? Ich bräuchte eigentlich noch ein paar Soldaten, ne? Ja, ich hoffe, das kommt dann nicht zu spät. Hm. Wir können mal gucken, ob irgendwas einen Buff hat. Oh, hier die Ärzte. Die Ärzte haben den Dings nach oben. Zwei Ärzte sind schon cool. Wir haben drei Teams. In jedes Team einen Arzt. Ein Team lassen wir ohne Arzt. Und einen Arzt stellen wir ein. Oder wir machen zwei auf die Krankenstation. Aber davon könnte man einen. Von den zwei, die ich gerne machen würde, ja, können wir machen. Ich nehme auf alle Fälle die zwei Ärzte. Und ich schaue nochmal nach Soldaten. Vier Soldaten. Zwei noch ins Team. Dann hätte ich zwei zur Standardverteidigung. Und dann, wenn das Team da ist. Ja, am Ende werden wir es brauchen, ne? Mache ich trotzdem mal. Auch wenn es uns jetzt Geld kostet. Ich nehme die mal. Mal gucken, was dabei rumkommt. Hm. So, dann hätte ich hier gerne noch was gebaut. Und zwar noch so ein Schreibtischding hier. Ja, das wird sich bald erhöhen. Ja, gut. Dann ist es das. Forschungsexemplar fertiggestellt. Sehr gut. Dann müsste jetzt das nächste, die Intensivstation, dran sein. Genau. Hm. Okay, der bleibt dort. So, das lassen wir so. Der kommt dorthin, der Bot. Genau. Okay, dann haben wir das. Ja, jetzt würde ich eigentlich gerne nochmal Energiereserven der Basis niedrig. Das ist natürlich nicht so schön. Forscherinnen können von Einsätzen aus Reisezielen für die Forschung oder für die wiederholte stattfindende Expedition Exemplare mitbringen. Exemplare werden im Labor in entsprechenden Sicherheitsbehältern verwahrt. Und Forschungspunkte. Ja, ja, genau. Also das sind die Sachen, die wir ja bauen sollen. Das haben wir ja jetzt fertig. Das können wir mal schnell bauen. Warte mal, wir nehmen erstmal die Leute hier. Ein Arzt haben wir. Okay, der Amerikaner ist jetzt nicht so. Oder die Amerikanerin ist jetzt nicht ganz so. Logik, Erkenntnis. Ich nehme sie mal beide trotzdem. So, haben wir. Okay, so. Nee, hier muss ich rein. Genau. Ja, ich sehe schon, ich muss hier Strom bauen. Hm, sehr gut. Haben sie auch was dabei? Okay, sehr gut. Haben wir. So, das ist das Exemplarforschungsding. Jawohl. Proben dabei, sehr gut. Ja, sehr gut. Dann haben wir das auch schon mal. Schöne Sache.
So. Oh, hier ist was angekommen. Soldat. 1, 2, 3, 4. Ich nehme die alle. Sehr gut. Okay. Ja, und dann werden wir das in der nächsten Folge alles zuordnen. Ich werde die Teams nochmal neu machen. Und die werden derweil hier ein bisschen forschen, nämlich die Exemplare, die sie hier mitgebracht haben und die Proben. Und hier wird an der Intensivstation weitergearbeitet. Wir können mal ganz kurz bei den Patenten reinschauen und schaut mal an, was wir da Schönes haben. Da würde ich sagen, das machen wir doch gleich mal fertig, denn da kommt auf alle Fälle Kohle rein. Das sind auch nochmal 5 bei den Textilien. Das hat sich jetzt auf jeden Fall gelohnt. Da sollen sie mal das alles forschen. Ja, die 2 ist doch super. So ist das gewollt. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.